Miele ist einer der traditionsreichsten Haushaltsgerätehersteller Deutschlands. Das international erfolgreich agierende Unternehmen bietet Kunden in über 90 Ländern unterschiedlichste Produkte aus dem Bereich der Haushaltsgeräte. Viele Baugruppen werden vormontiert und dann später in der Endmontage mit dem eigentlichen Gerät zusammengeführt. Anhand der Montage von Spülmaschinen-Schalterblenden wird deutlich, welche Variantenvielfalt ein Konzern bereits mit solch einer Baugruppe erzielen kann. Breit, schmal, mit großem Griff oder mit kleinem Griff. Mit Display zur Informationsanzeige oder ganz einfach mit leuchtenden LEDs. Hinzu kommen dann noch die 22 unterschiedlichen Sprachvarianten der Einsatzländer. Wiederum gibt es Blendenmodelle, bei denen können einige Bauteile nicht verbaut werden. Der Mitarbeiter findet die Informationen wie Artikelnummer samt der Länderkennzeichnung auf der zu montierenden Blende und muss dann anhand derer die richtigen Montageschritte und Teile verwenden. Miele ist sich der Komplexität und der damit verbundenen kognitiven Belastung der Mitarbeiter bewusst und arbeitet mit Hochdruck an deren Entlastung. Herr Fuchshofer ist Prozessleiter bei Miele und passt die Abläufe unter dem Gesichtspunkt der Prozesssicherheit und Mitarbeiterergonomie kontinuierlich an neue Anforderungen an. Früher sind die Teile unmontiert geliefert worden. Seit ungefähr einem halben Jahr haben wir jetzt die Montage und da ist natürlich eine Komplexität von den Bauteilen dazugekommen. Also der Mitarbeiter muss jetzt einzelne Bausteine einfach mehr oder weniger in die Blende einsetzen. Und früher haben wir uns eigentlich dadurch abgesichert mit Farbkennzeichnungen. Diese Farbkennzeichnung beinhaltet zum einen die wechselbare Haltevorrichtung, die mit Hilfe von unterschiedlichen Führungszapfen jeweils nur die passende Schalterblende zur Montage zulässt. Jedoch erfordert das vom Monteur, dass er alle Varianten kennen muss. Informationsblätter geben Auskunft, falls ein Mitarbeiter mal nicht weiß, welche Blende zu welcher Farbe gehört. Der Wirkungsgrad der Entlastung ist somit sehr gering. Zum anderen werden die Adapterplatten durch die passend markierten Pickbereiche ergänzt. Mit der Einführung eines kamerabasierten Montageassistenten zeigt Miele, wie man einen Prozess verändern kann, ohne den Prozess zu verändern. Der Arbeitsplatz wurde um wenige Hardwarekomponenten des Bildverarbeitungssystems ergänzt. Dieses besteht in der Regel aus einem leistungsstarken Computer, einer industrietauglichen Kamera, die für den Schichtbetrieb geeignet ist, und einem Touchmonitor für die Interaktion mit dem Monteur. Dabei ist die Komplexität komplett im System abgebildet, was bedeutet, dass der Mitarbeiter stressfrei seine Arbeit verrichten kann. Anhand des Produktionsbegleitlabels erhält das System seine Informationen, um welche Blende in welcher Ausführung es sich handelt. Die dazugehörigen Montageschritte sind in den Produktdaten hinterlegt. Per Kamera werden die einzelnen Schritte kontrolliert und die Richtigkeit mit einem grünen Haken und der OK-Anzeige bestätigt. Somit kann der Arbeiter während des Montageprozesses jederzeit sehen, ob alle notwendigen Bauteile verarbeitet sind. Kommt es vor, dass ein Bauteil vergessen oder falsch montiert wird, erhält der Mitarbeiter direkt einen audiovisuellen Hinweis auf den Fehler. Sobald dieser behoben ist, kann die Montage fortgesetzt werden. Diese Art der Montageassistenz sorgt dafür, dass nachgelagerte Kontrollprozesse nur noch korrekt montierte Blenden zur Kontrolle erhalten und somit die Zeit besser zur Kontrolle von anderen Qualitätsmerkmalen genutzt werden kann. Sobald alle Bauteile richtig montiert sind, erhält der Mitarbeiter wiederum einen audiovisuellen Hinweis als Abschluss und Bestätigung, dass die Blende richtig und vollständig montiert ist. Dieser positive Abschluss unterstreicht den abgesicherten und stressfreien Montageprozess. Aber seitdem wir eigentlich jetzt das Kamerasystem haben, sind eigentlich die Mitarbeiter in der Hinsicht eigentlich viel entspannter, weil eigentlich die Kamera bzw. das System eigentlich schon vorgibt, welche Teile in die Blenden eingebaut werden müssen. Somit ist die Sicherheit gegeben, damit der Mitarbeiter einerseits die richtigen Teile verbaut und andererseits eben keine Bauteile vergisst, die in der Blende vorhanden sein müssen.